Sehr schön, wunderbar. Was muss man als nächstes machen? Wir müssen Adessia verhaften, ja klar. Wahrscheinlich ist sie gar nicht mehr da. Nee, da ist sie nicht mehr. Schaut mal, sie ist weg. Dachte ich mir doch, dass sie nicht mehr da ist. Die hat schon den Braten gerochen. Dann reden wir mal mit Graniola. Diese Adessia war also die Verräterin. Die kam mir ja immer schon komisch vor. Ich hatte sie einmal beobachtet, als sie mit einer seltsamen Miene zu ihrem Quartier geschlichen war und dabei etwas Großes verraten. Aha, aha. Warum kommt er denn jetzt erst mit der Sprache heraus? Das hätte ein wichtiger Beweis in der Verhandlung sein können. Oh, nun, ich wollte doch nur tratschen, aber euch nicht mit der Bürgerpflicht der Wahrheit zurückbelasten. Herzlichen Dank. Ja, aber wo ist die Alte ist ja jetzt? Seid gegrüßt. Wo ist sie denn jetzt? Ich meine, die hätte doch hier sein müssen. Die stand doch die ganze Zeit hier. Vielleicht reden wir mal mit unserem Freund, wie heißt der, Krelin? Ne, Krollin? Können wir mal hier gucken. Ah, schaut mal, Adessias Gemächer. Dann schauen wir doch mal danach. Die sind auf der anderen Seite. Sind die unten? Schaut so aus, wenn die unten. Aber das kann ja gar nicht sein. Gut, dass wir so schön viel Gassenwissen haben, ne? Dann können wir das hier alles gleich sehen. Sind die, ist hier? Nee, das kann da gar nicht sein eigentlich, oder? Die werden schon hier unten sein. Nee, da ist Kritzimas Lager. Das müsste ja dann eigentlich hier sein. Ja, die werden doch unten sein. Die werden doch unten sein. Verschlossene Tür. Ich schau mal. Das war das Bierlager, glaube ich, ne? Da, das ist ja das Gemächer. Mit so einer Tür. Gottes Willen. Was hat die denn da drin? Ein Dinosaurier? Na, schauen wir mal. Aha. Interessant. Auch Ketten, ne? Hier stehen auch, hier hängen auch Ketten. Also da stehen sie drauf, offensichtlich, die Damen. Die in Murolosch absteigen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die das wirklich war. Eine Falle haben wir entdeckt. Da oben ist eine Falle, okay. Schauen wir mal hier rein. Weil hier ist sie ja offensichtlich nicht, ob sie hier Hinweise hinterlassen hat. Wo sie denn hin ist, was los ist. Sie hat auch hier so einen Schreibtisch. Aber die braucht es wahrscheinlich eher noch, weil sie ist ja Händlerin. Da muss sie hier ihr ja, ein bisschen flach die Äpfel hier auch. Da muss sie wahrscheinlich hier Gewinn und Verlust und so aufschreiben. Ist sie verschlossen? Nein. Ach, ein altes Brötchen. Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch. Dann gehen wir mal hier weiter, oder? Das hilft ja nichts. Na, da ist sie doch. Was sucht ihr in meinem Das sind doch keine Gemächer, das ist eine riesengroße Halle. Wir sind im Auftrag König Aromboloschs hier, um euch in Gewahrsam zu nehmen. Eure Machenschaften sind aufgedeckt, Adessia. In Gewahrsam? Lächerlich. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Wer ist denn wir? Ach du Heilige. Was ist denn hier alles los? Steingolem. Ach du meine Güte. Jetzt können wir mit ihr kämpfen. Okay. Ja, wir müssen erstmal dieses Steingolems außer Gefecht nehmen. Und dann nehme ich mal erstmal einen außer Gefecht, nämlich den linken. Hi. Ah ne, wir brauchen hier einen Freund. Ja, ganz dringend einen Freund. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Todesstoß bei so einem Stein-Ding geht, aber ich probiere es einfach trotzdem mal. Der Hammerschlag müsste gehen. So, wie viele Lebenspunkte? 200. Ach du meine Güte. Okay. Sie kann wahrscheinlich zaubern, oder? Was macht sie da? Mein Atem geht ruhig. Wir machen jetzt weiter einen Fulminictus hier. Und du machst auch einen Fulminictus hier. Du machst einen gezielten Stich. Ja, hast du schon gemacht. Und du machst nochmal den Hammerschlag. Sehr gut, schaut mal. Dem haben wir schon 116 Lebenspunkte abgezogen insgesamt. 72 kam die vom Vorgrim. Verwundet Immunität. Tranor Todesstoß gegen Steingolem gelungen. 16 Schadenspunkte und 4 Wunden. Aber Verwundung, Immunität. Also der kriegt keine Wunden halt. Ne? Der kriegt keine Wunden. Aber er hat immerhin 16 Schadenspunkte bekommen. Der ist ja glücklich gegen Vendala gelungen. Okay, ich wollte jetzt aber eigentlich schauen. Hier, schaut mal.
Vorgrim Hammerschlag, glücklicher Hammerschlag gegen Steingolem. 72 Schadenspunkte und 3 Wunden, aber Wunden hat er, kriegt er nicht. Krass, okay. Dann machst du gleich nochmal einen Hammerschlag, bitte. Vielleicht haben wir nochmal so viel Glück und du greifst einfach ganz normal an. Und hier kommt noch die Fulminic T. Ja, so machen wir das. Obwohl, vielleicht greifst du auch mal normal an, weil der Fulminictus, der reicht vielleicht schon. Die beiden Fulminic, die reichen vielleicht schon, um den runterzubringen. Ich muss mal gucken. Weil dann verbrauchen wir unsere Ausdauer nicht und können vielleicht gegen den nochmal vorgehen. Und sie macht hier mit bloßen Fäusten. So, das war gegen Vorgrim. Und das geht gegen Krea. Okay. Der ist jetzt bei 85. Ja, der hat sich wieder ein bisschen erholt. Jetzt kommt aber der Fulminictus. Der dreht sich um. Ah, gegen den Bären. Hier ist ja noch der Bär. Stimmt. Hier ist noch der Bär. So, der ist bei 54. Und jetzt musst du hier kämpfen. Richtig. Wir haben ja hier extra den Wuchtschlag gelernt, meine Liebe. Das müssen wir hier unten mit reinnehmen. Ah, den haben wir schon mit reingenommen. Okay. Dann passt das ja. Dann machst du mal bitte hier einen Wuchtschlag. Du... Ach ja, ein Armatrotz wäre natürlich gut, ne? Aber da hat sie nicht mehr genug Zauberkraft. Da machst du auch mal einen Wuchtschlag. Wir versuchen jetzt erstmal einen Golem hier rauszunehmen. Und, ah, Mist, Volkrim ist umgeworfen worden. So, der hat noch 54 Lebenspunkte. Jetzt hat er noch 32. Jetzt kommt noch ein Wuchtschlag. Oh ja, sehr gut. Mach den nochmal einen Wuchtschlag, bitte. Ah, es war nur ein Lebenspunkt, leider. So, der Bär hält diesen Steingolem auf. Das ist gut. Wo ist dieser Alessia? Die ist hier. Die macht mit bloßen Fäusten gegen Krea versucht, die hier vorzugehen. Das Werk muss jetzt bald wieder aufstehen. Das ist wichtig. Sehr gut. Dann sind wir hier bei 30. Hier 0, weil der hat so viel... Der hat halt einfach so viel Rüstung, ne? Dann machen wir nochmal einen Fulminictus. Wir haben 34 Astralpunkte. Komm, wir machen nochmal einen Fulminictus. Zu euren Diensten. Du schlägst halt die einfach mal ganz normal zu. Du kannst auch einen Fulminictus machen. Immer 10 Astralpunkte. 31 hat er. Boah, wie lange ist denn der umgeworfen? Das gibt's doch gar nicht. Wir könnten nochmal einen Todesstoß machen. Ne, heben wir uns für den auf. Die Astral, das heben wir uns für den hier auf. Die ganzen Ausdauer und so. Und du könntest höchstens noch einen Balsam auf den anderen sprechen. Na, schauen wir mal. So, sehr gut. 18 hat er noch. Komm, mach doch mal einen Wuchtschlag, Krea. Mein Atem geht über Wasser. Und du kannst auch mal einen Wuchtschlag machen, oder? Ja, das verbraucht nicht so viel Ausdauer. Er ist auf Ausdauer voll. Hat auch ein bisschen Ausdauer. Ah, das war's. Okay, super. Dann könnten wir auf Aldessia gehen oder auf den anderen Golem. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Aldessia. Du machst hier einen Todesstoß. Du machst hier einen Hammerschlag. Und ihr macht... Einfach hier einen Wuchtschlag auf Aldessia und du machst einfach einen ganz normalen Angriff auf Aldessia. So machen wir das jetzt. Der bricht zusammen. Sehr gut, okay. Da gehen wir gegen den Golem. 166 hat er noch. Machen wir hier weiter. Ja, ich komm schon. Und du gehst gegen Aldessia, bitteschön. Die Aldessia, die steht noch gut da. Die, ist auch, die hat auch 80 Lebenspunkte. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Machst du vielleicht dann deinen Hammerschlag gegen Aldessia, oder? Dann haben wir nämlich einen Gegner weniger. Was war denn das jetzt gerade? Wurde sie geheilt? Wurde er geheilt von ihr? Kann das sein? Ich versuche mein Bett, folgt mir. Nee, ich glaube nicht. Boah! Das ging gegen Tranor. Die konnte ausweichen, glaube ich, dem Hammerschlag. Kann das sein? Vorkam Attacke gegen Aldessia misslungen, ausgewichen, ja. Krass. Wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen mal einen Zaubertrank. Dafür haben wir die ja. Obwohl, ich weiß nicht. Ja, doch. Eigentlich sind die... Also einen Gegner haben wir ja schon durch und wir stehen eigentlich ganz gut da, ne? Ich weiß nicht. Tranor steht halt nicht gut da. Ach, Tranor ist umgeworfen worden. Lass das mal Vorgrim machen. Du kämpfst gegen den hier. Machst du mal einen Wuchtschlag hier. Und dann werden wir hier vielleicht mal, ich meine, Tier 80, einfach einen Wuchtschlag vielleicht nochmal machen. Und du greifst sie auch nochmal an. Ja, machen wir so. Wir müssen die doch jetzt mal treffen hier. Ja, jetzt haben wir sie getroffen, aber wir haben wieder nichts abgezogen von ihr. Was ist denn da los? Aldessia Attacke gegen Quendala misslungen, Quendala Wuchtschlag gegen Aldessia misslungen. Ach, der ist misslungen, deswegen haben wir nichts abgezogen.
Tatzenattacke gegen Steingolem gelungen. 16 Trefferpunkte, 8 Schadenspunkte plus Wunde. Ja, Wunde ist er. Und sowohl für Wunde als auch für umgeworfen ist er immun. Und er hat ungefähr einen Rüstungsschutz von 8, dieser Steingolem. Deswegen war der Fulminictus so gut. Weil der Fulminictus ja die. Ja, ich glaube, wir nehmen jetzt mal hier einen Zaubertrank. Wir haben so viele Zaubertränke. Der Fulminictus, der ignoriert ja den Rüstungsschutz, weil ich das weiß. Schauen wir nochmal ganz kurz. Ja. Jede gewöhnliche Rüstung durchdringt. Aber es ist eine gewöhnliche Rüstung bei dem. 2W6 plus ZFP Stern Schadenspunkte. Schadenspunkte in ASP mindestens 5. Ja, wir werden jetzt mit Krea hier nochmal gegen den Steingolem vorgehen. Oh, der. Den Berg jetzt nicht mehr gut. Da müssten wir vielleicht einen neuen holen. Ich weiß nicht, wie viel sie dafür braucht. Sie hat 22. Können Sie ja mal gucken, wie viel das kostet. 10 ASP plus Modifikator. Der Modifikator ist bei ihr bei 14, also 24 wird es kosten. Und sie hat 22. Also das sollte demnächst möglich sein, den neuen Bären zu holen. Das werden wir dann auch machen. So, du kannst Ausdauerpastillen nehmen. Da haben wir auch so viele. Wir sollten die Sache auch mal nutzen, wenn wir sie schon haben. Genau, du greifst hier an. Sehr gut. Krea kann jetzt einen Fulminictus nochmal machen gegen den Golem. Der ist bei 139 und er steht auf. Und sobald er aufgestanden ist, muss er einen Heiltrank nehmen. Genau, so machen wir das. Und sie hat jetzt. Ah, sie hat jetzt 24. Sehr gut. Den Berg können wir neu, also neu, und zwar jetzt neu herbeirufen. Oh nein, Drano ist tot. Verdammt, es hat ihn auch erwischt. Dieser Schlag vom Golem hat ihn auch erwischt. Das ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Und die Saldessia steht halt immer noch da, ohne einen einzigen Kratzer. Eieieiei. Ja, wir dürfen diesen Kampf nicht unterschätzen. Wir haben halt auch keinen Armatrutz oder sowas gezaubert. Wir haben keinen Attributo Körperkraft gezaubert, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass wir jetzt hier in den Kampf geraten. Ne? Aber so ist es halt gewesen. So, er hat jetzt die Ausdauer hier. Dann greifst du hier bitte an. Du machst das hier, du machst den Fulminictus, das passt alles. Aha, hier geht's von hinten gegen Vorgrim. So, da kommt der neue Bär. Sehr gut. Und ich meine, du kannst eigentlich auch gegen den Golem gehen, weil sie macht ja eh nichts. Sie greift ja mit den Fäusten an, das ist ja lächerlich. Attacke gegen Quendala gelungen. Auch doch 6 Schadenspunkte. Keine Parade wegen Zaubern. Das ist interessant. Sie hat doch 6 Schadenspunkte bekommen, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, da kommt der Fulminictus und du greifst einfach an. Das passt schon so. Und du kannst eigentlich auch nochmal mit einem Wuchtschlag oder so angreifen. Nee, Wuchtschlag geht nicht. Ja, jetzt zauberst du erstmal. Sehr gut, 25. Da ist aber nur 90. Da mache ich gleich noch einen weiteren Fulminictus. Genau, und der Bär kämpft gegen Aldessia. Das hält sie so ein bisschen auf Trab. Das passt. Das passt. So, und Vorkan kann den nächsten Hammerschlag machen. Wenn er es überlebt. Ich hoffe doch schon. Jetzt kann er einen Hammerschlag machen. Also Vorkan Hammerschlag, der ist bei 90, das ist perfekt. Du bräuchtest, glaube ich, einen Heiltrank, meine Liebe. Nimm mal einen Heiltrank. Wir haben auch so viele Heiltränke, das passt schon. So, das geht gegen Vorkan. Das geht. Ach, leider nur 6 Punkte hier. Lass das mal vor, Grimm, der ist bei 84. So, sie ist wieder da. Dann greifst du hier mal an. Sie hat 8 Astralpunkte. Da lohnt sich noch nicht. Dann, weißt du was? Ich gehe mal hinter ihn. Mit ihr. Greifst du von hinten an. So, das war der Fulminictus von Krea. Ach, Aldessia verfolgt sie. Aldessia kämpft gegen sie, ich merke schon. Na gut, dann kämpfst du auch gegen die. Dann ist das halt so. So, Krea, jetzt kannst du, glaube ich, einen Wuchtschlag machen, ne? Ja, Krea kann einen Wuchtschlag machen. Und Vorgrim hat leider nur noch ein bisschen Pastillen der Ausdauer. Aber er ist schon auf 67 runter, das hört sich doch gut an. 59, auf 59 jetzt runter. Er ist ausgewichen. Habt ihr es gesehen? Vorkrim ist ausgewichen. Sehr gut. Er ist bei 51. Wenn wir den Golem runter haben, dann läuft's. Dann wird's laufen. So, sie ist jetzt bei 12. Ich glaube, jetzt lohnt sich der Fulminictus. Ja, weil der Bär ist ja auch noch gut dabei. Du greifst einfach mal an. Ja, so machen wir es. Und du kannst nochmal die Pastillen der Ausdauer, glaube ich, nehmen. Da haben wir so viele.
Die können wir auch neu herstellen. So, der ist bei 52. Und hier kommt nochmal ein Fulminictus, der könnte 14 bringen. Dann wäre er bei 38. Das ist doch sehr gut. Ja, jetzt ist er bei 39. Sehr gut. Der ist ja leider tot. Du kannst, glaube ich, einen Wuchtschlag machen, ne? Ja, du kannst einen Wuchtschlag hier machen. Gegen den Golem mach den bitte. Weil der ist ja. Die ist jetzt nicht so interessant. So, hier haben wir 7 Astralpunkte. Ja, jetzt schon wieder ein Fulminictus. Ja, warum nicht? Obwohl, nee. Machen wir jetzt erstmal noch nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. So, du greifst einfach an. Ist hoffentlich bald wieder genug für einen Hammerschlag. Sehr gut, das war nochmal 5. Er ist bei 34. Gut, Lebenspunkten aus schauen wir auch gut aus. Du hast den Wuchtschlag gemacht, das ist gut. Dann kannst du wieder gegen sie kämpfen. Du kämpfst hier. Okay. Da kommt jetzt der Hammerschlag. Oder kam er schon? Ich glaube, der kam schon. Ist immer noch bei 34. Nee, er kam noch nicht. Okay. Sehr gut. Er ist jetzt bei 28, der Golem. Das ging wieder auf unsere Lebenskraft. Ja, wunderbar. Er ist noch bei 18. Jetzt kommt der nächste Hammerschlag. Sehr gut. Du kämpfst dagegen. Ah, schaut mal, sie ist umgeworfen worden, sie hat eine Wunde. Das hat sich doch jetzt mal gelohnt. Sehr gut. 18. Ja, jetzt kann man einen Fulminictus machen. Jetzt lohnt sich's. Und sie, bei ihr auch, ne? Sie hat 10. Ja, jetzt lohnt sich der Fulminictus. Ich mache jetzt nochmal einen Fulminictus gegen den Golem. Und hier kommt der Hammerschlag. Also jetzt soll es doch den Golem an den Kragen gehen, oder? Ja, der Golem ist erledigt. Das heißt, der Fulminictus ist, glaube ich, noch nicht. Ja, noch nicht, hat noch nicht gefeuert. Dann machen wir den jetzt gegen Aldessia. Und du kämpfst gegen sie. Okay, sehr gut. Den Golem haben wir erledigt. Haben natürlich auch Abenteuerpunkte bekommen. Und jetzt haben wir sie auch erledigt. Sehr gut. Diese hinterhältige Schlange ist bereits tot. Jetzt werden wir wohl nie erfahren, was sie zu ihren Taten getan hat. Ja, das ist natürlich schade. Das ist richtig. Vielleicht erhellen uns ihre Aufzeichnungen. Ja, wo auch immer die sind. Oben am Schreibtisch wahrscheinlich. Ich sehe keine guten Tage auf uns zukommen. Das deutet auf eine viel größere Verschwörung hin. Aldessia hat in Murolosch nach einem Zauberportal gegraben. Aha. Und hatte es gerade in aller Ruhe präpariert, während die Gauklerin beinahe für sie den Kopf hinhalten musste. Das ist spannend. Oh. Mhm. Okay. Die Quest wurde aktualisiert. Wir haben den Questgegenstand Plattenschuhe der Flammen erhalten. Sehr cool. Aldessia benutzte das Teleportationsportal. Aldessia ist besiegt, aber die Ränke der Drachenkultisten reichen mit Sicherheit noch weiter. Ich muss durch das Teleportationsportal gehen und ihnen zuvorkommen. Ja. Gewinne das Vertrauen der Zwerge. Romulus ist nicht gewillt, mir den Zugang zu den Höhlen unter Murolosch zu erlauben. Ich muss irgendwie beweisen, wie wichtig es ist, dass ich dort hineingelassen werde. Zunächst sollte ich die Augen offen halten, um Beweise gegen die Drachenkultisten zu sammeln. Ja, ich glaube, das hat sich irgendwie schon noch ein bisschen erledigt. Wie schaut es mit den Abenteuerpunkten aus? Ja, haben wir ein bisschen was gewonnen. Der ist bei 450, das heißt, er kann dann bald die ausweichen 3, glaube ich, war das, ne? Genau, was wir hier noch machen wollten, wir wollten den magischen Ring identifizieren. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. So, das sind die Aufzeichnungen von ihr und da hinten lang geht's zu dem Portal. Sollen wir das jetzt schon benutzen? Ich weiß es nicht. Ja, sollen wir. Okay. Könnt ihr abschätzen, wie weit Aldessia mit ihren Bemühungen mit dem Portal vorangekommen ist? Sie hatte auch erst vor kurzem den Mechanismus entschlüsselt bei Angrosch. Wäre ihr nur etwas später gekommen, wäre sie fort gewesen. Wisst ihr, wo mich dieses Portal genau hinführen wird? Das sagen Aldessias Aufzeichnungen leider nicht. Nur, dass es den Weg in irgendwelche Höhlen unterhalb von Murolosch öffnen soll. Aha. Habt ihr eine Ahnung davon, wie dieses Portal zu öffnen ist? Offensichtlich sind dazu die Obsidianscheiben nötig, die in den entsprechenden Vertiefungen an den Säulen gesteckt werden. Ich denke, ihr braucht da nur noch hindurchzutreten. Ich werde ihre Aufzeichnungen währenddessen noch intensiver studieren und nach weiteren Hinweisen suchen. Aha. Gut, dann werde ich jetzt den Weg ins Ungewisse antreten. Irgendwo dort muss das Geheimnis des adamantinen Herzens liegen. So, er ist auch wieder da. Gut, uns geht's an sich gut. Wir sprechen noch kurz mit Arom. Es führt kein Weg daran vorbei.
Wenn du die Drachenkultisten aufhalten willst, musst du durch das Portal gehen und was auch immer finden, bevor sie es finden. Das werde ich. Leb wohl, Prinz Arum. Vor Tombla Hortomosch. Sehr schön. Dann gehen wir mal dahinter. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendeine Truhe oder irgendwas? Nee. Da ist das Portal. Und ein dicker Hintern von einem Bär. Ja, wir werden durch dieses Portal hindurchschreiten. Aber wir müssen vorher irgendwelche Obsidianplatten hinmachen. Schauen, ob uns das irgendwie gelingen wird. Vorher werde ich mal ganz kurz diesen magischen Ring identifizieren. Und es ist ein Ring des Lebens. Das ist interessant. Lebenspunkte plus 10. Er hat ja auch schon einen Ring des Lebens und einen Ring der Ausdauer. Aber den Ring der Ausdauer möchte ich nicht austauschen. Ring des Fex, das ist auch wichtig. Alvis Ring und sie hat schon einen Ring des Lebens. Und wir haben einen Astralspeicherring und einen Ring der Gewandtheit. Ja, wir könnten den Ring des Lebens nehmen, aber dann verlieren wir halt die Gewandtheit hier, ne? Gewandtheit ist auch nicht schlecht. Zum Beispiel hier für die Zauber brauchen wir Gewandtheit. Für den hier nicht. Wie schaut es mit dem... Na gut, Armatrutz ist jetzt nicht so wichtig. Die Zauber, die wir hauptsächlich im Kampf benutzen, sind wichtig. Guardianum braucht keine Gewandtheit. Corpo Frigo bräuchte Gewandtheit. Den benutzen wir aber gar nicht so oft. Balsam bräuchte auch keine Gewandtheit. Clarum Purum bräuchte auch keine. Ja, wir können es uns überlegen. Ich glaube, ich mach's mal. Dann haben wir ein bisschen mehr Lebenspunkte. Also nicht nur ein bisschen mehr, sondern ordentlich mehr. Ja, passt. Pastillen der Ausdauer brauchen wir eigentlich nicht. Die können wir weitergeben. Gut.